Nein, Leute, bevor ich diesen Kondensator zerlege, werde ich ihn erst mal messen. Ich schaue mal, was für eine Spannung er hat. Ich habe da Plus und da Minus. Warte, damit ihr dieses Multimeter auch sehen könnt. Das nehme ich jetzt als Spannungsmesser. Also 000. Schauen wir, was für eine Spannung er hat. Ich habe 1,27 Volt. Okay. Ich kann ihn jetzt aufladen. Ich habe das Labonnetzteil mal auf 2,7 Volt. Ich stecke das jetzt mal an. Minus und Plus. Und es fließen 0,5 Ampere. Das ist nur ein halbes Ampere, obwohl ich noch 2,7 Volt auflade. Normalerweise müssten 2 Ampere fließen. Aber es fließt nur, jetzt fließen 420 mA. Und wir sehen mal die Spannung, während ich den auflade. 2,60 Volt. Ja, 2,6013 stecke ich ab. Also der ist hochohmig. Bin ich wieder auf 1,6. Stecke ich an. 400 mA. Ist er schon auf 2,6 Volt. Das ist viel. Bei 0,4 Ampere. Jetzt ist die Frage, lasse ich ihn laden eine Zeit lang oder nicht? 2,684, 2,685 und bei 390 mA. Ich habe nämlich hier dann ein Ampermeter noch, das Lidl-Multimeter im 10 Ampere Bereich. Und ich werde jetzt mit dem Lidl-Multimeter, ich messe jetzt erstmal nochmal die Leerlaufspannung, nachdem ich ihn kurz geladen habe. Ich habe hier 1,7 Volt, 1,690, oh, der sinkt aber schnell. Man kann sagen so 1,6 Volt, aber der sinkt von der Spannung von selber ja schnell. Ich werde jetzt den mal mit 10 Ampere Multimeter kurz schließen und mal schauen. 0,6 Ampere. Der ist echt sehr hoch um mich. Also bei einem Kurzschluss hier, jetzt bin ich 1,6 Volt. Aber wenn ich einen Nickel-Metall-Hydrid-Akku kurz schließe, der bekommt mir auf 10 Ampere. Und 0,4 Ampere. Der ist krass hochohmig. Der ist echt total hochohmig. Ja, da kann ich ihn wieder anstecken. Hier Minus, hier Plus. Ich würde sagen, den kann man vergessen. Dann messe ich die Spannung nochmal. Ich glaube, daran merkt man schon, dass der sehr hochohmig ist. 2,67 Volt, der ist nämlich auch gleich auf 2,6 Volt. Hier. Der ist sehr hochohmig, 2,679. Dann stecke ich den ab. Selbstentladung hat der auch nicht schlecht. Und so. Ich habe ihn jetzt abgesteckt und ich bin auf 1,5958. Das Entladen hat mehr Entladen als 1,56, 1,55, 1,54, 1,53. Okay, ich glaube, den kann ich vergessen. Den kann ich jetzt mal komplett entladen. Also bei einem heilen Kondensator sollte man das nie machen. Da kann halt es mir bei dem Multimeter, da können die Messleitungen wegrauchen und so. Also nur wenn der Kondensator sehr wenig Spannung hat oder nur ganz kurz oder so, aber 0,5 Ampere. Gut, der Kondensator ist hinüber. Der Supercap, der 500 Farad Supercap. Bei 400 mA, ich glaube, da brauche ich den nicht mehr benutzen. Und der ist ja eh ausgelaufen. Habe ich im letzten Video gezeigt. Daher kann ich den jetzt nur entladen und da kann ich mal zerlegen, so Interesse halber, und schauen, was da drin ist. Ich lasse ihn mal entladen, eine ganze Weile, bevor ich ihn zerlege. Okay, das Problem an der Sache mit den Entladen durch Kurzschließen ist jetzt da, der ist schon zu hoch ohmig. Der mag vielleicht noch seine 500 Farad haben. Aber der ist so hochohmig, dass wenn ich ihn kurz schließe und dann messe, dass die Spannung automatisch wieder steigt. Dass der sich quasi von selbst wieder auflädt, so hochohmig ist der. Weil ich ihn gar nicht wirklich ganz entladen bekomme. Daher lasse ich das jetzt mal und werde den so mal zerlegen. Ich schätze mal, das ist weiches Alu, ja, das ist weiches Alu. Ja. Ich glaube, wenn ich ihn zerlegt habe, dann sieht man es besser. Das Loch, was da drin ist. Ich biege den jetzt erstmal auf und schaue, was da drin ist. Jetzt hat er hier so einen grünen Falz. Das heißt, ich werde den Gummistöpsel hier nicht rausbekommen. Ich muss das erst abstellen, also wie eine Blechdose. Und Achtung, auch wenn es weiches Aluminium ist, man könnte sich dabei schneiden.
musste es abstellen, wie man eine Blechdose abstellt. Hier, das da. Also ich kann es so abstellen wie eine Blechdose mit so einer Zange. Und dann kriege ich den schon auf. Also es läuft schon mal nichts raus. Also der ist wirklich trocken. Und ich denke, der ist einfach ausgetrocknet. Aber ausgetrocknet bringt mir nichts mehr. Vor allem, weil ich ja auch nicht weiß, was ich als Elektrolyte nachfüllen soll. Soll ich da Wasser nehmen oder destilliertes Wasser oder so? Ah, jetzt habe ich ihn auf. Das schaut ja gut aus. Das sieht aus wie ein sehr netter Omega-Aufbau. Viele Alufolie am Zapfungen und hier auch. Schauen, ob ich den da rausbekomme. Ja, da habe ich den Becher. So, jetzt kann ich mal schauen. Ah, von innen sieht man es noch besser. Da ist richtig hier ein Loch reingestanzt worden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie so ein Kondensator da ein Loch bekommen kann, während ich den verbaut hatte oder so. Ich bin da wirklich mit nichts dagegen gekommen oder so und auch mit nichts dagegen gestoßen. Ah, da kann man schon das Loch sehen. Das ist teilweise mit so Elektrolytkruste verkostet. Aber es ist schon ein großes Loch. Das ist kein kleines Loch. Das sieht eher... Warte mal, ist das von dir? Nee, das ist von der Außenseite reingedrückt worden. Weil hier sieht man den Rand. Hier oben. Da kann man den Rand sehen. Ja, das ist echt von da... Außenseite, von hier außen einfach wie mit einem Bolzen reingedrückt oder wie mit irgendwas reingestochen oder so. Okay, dann schauen wir uns jetzt den Wickel an. Der ist echt trocken, der ist knochentrocken. Schauen wir mal, was da drin ist. Ich glaube, das sollte ich abschneiden, bevor ich den abwickle. Ich nehme jetzt mal eine Schere. Schere kann Aluminium schneiden. Weil der entladen ist, wenn er nicht entladen wäre, dann würde es jetzt wirklich voll Kürzschluss machen. Da sind die einzelnen 1, 2, 3 Abgriffe und da auch 1, 2, 3 Abgriffe. So, jetzt wickel ich den Wickel mal aus. Schaut echt nett aus. Ich denke, dass die anderen Kondensatoren dann auch schon so aussehen. Das ist Papier, wie es aussieht. Oder so eine Art Papier. Ja, vielleicht hätte ich den mit Wasser tränken und mal ausprobieren sollen, wenn ich den mit Wasser tränke, ob das dann geht. Die haben so einen Zickzack da das gemacht, sodass man das nicht wirklich runterkriegt. So, ich habe es geschafft, das Klebern zu bekommen. Ja, das soll mir den Papierwickel nicht mitnehmen. Ich will es einfach nur ganz normal auswickeln. Ah, das sehen wir schon. Das ist Papier, das ist Kohlenstoff, das ist aber auch trocken. Das ist... Es riecht irgendwie ein bisschen so wie ein Lithium-Akku. Ja, das riecht wie ein Lithium-Akku. Aber es ist echt knochentrocken. Oh, da bröselt schon was. Das bröselt. Das ist Kohlenstoff und auch so ein Papier. Ah, das ist gar kein Metall, das ist nur Kohlenstoff mit so einem Papier. Auf dem Papier liegt oder ganz dünn. Es ist scheinbar ganz dünn. Ja, ah, das sind die Anzapfungen. Ja, ah, die sind echt ganz dünn. Das ist tatsächlich Papier hier. Das ist so wie Pergamentpapier. Und darauf ist eine Kohlenstoffschicht. Okay, ich sollte jetzt besser nicht weitermachen, sonst habe ich hier alles voll mit dem dünnen Kohlenstoff. Das ist auch wie ein dünnes Kohlenstoffpapier. Es sind nur zwei Kohleschichten gegeneinander mit einem Elektrolyten als Flüssigkeit, aber das zerbröselt sehr, sehr leicht. Da ist kein Metall mehr drin, es ist rein nur Kohlenstoff. Ah. Das sind hier Metallkontakte und ein nur Kunststoff. Aber das hier leitet ja nicht, oder? Gehen wir mal auf oben. Schauen wir mal, ob das Papier leitet. Wenn das Knochen trocken ist, dann glaube ich... Hä? Das leitet? 0,1 Ohm. Das ist leitfähiges Papier. Das ist ja krass. Was ist das für ein Material? Von hier nach hier. 2,5 Ohm. Das leitet.
3,3 Ohm, 3,3 Ohm, 7 Ohm, 8 Ohm, 10 Ohm, das ist der Hammer. Sieht aus wie weißes Papier, aber es leitet Strom. Das Ding leitet Strom. Das heißt auch, fragt mich, was das für ein Material ist, das Strom leitet. Sieht aus wie ganz normales Papier. Vielleicht ist es irgendwie Kohlenstoff-Nano-beschichtet oder so. Es könnte auch Folie sein. Was passiert, wenn man es anzündet? Es brennt wie Papier irgendwie, oder? Es will gar nicht zurecht brennen. Es will gar nicht zurecht brennen. Ah, das ist so eine Art Kunststoff. Schmilzt ein bisschen. Das ist so eine Art Kunststoff. Ich glaube, das ist so ein leitfähiger Kunststoff. Aber schon interessant, weil das leitet Strom. Also, dass die Kohleschicht Strom leitet hier, das glaube ich ja. Wenn ich da Kohle nehme, die Kohleschicht, dann, ja, klar, die leitet Strom. Aber das Papier hier, das leitet auch Strom. Das leitet nicht schlecht. 1,2 Ohm, 1,8 Ohm, 2,2 Ohm, wenn ich es hier halte. Leitfähiges Papier, das ist Hammer. Leitet das auch? Ich glaube nicht. Das isoliert mehr, oder? 16 Megaohm. Okay, das ist Papier. Das isoliert. Aber genau, das isoliert hier. Das isoliert. Ja, schon, da ist noch ein bisschen Kohle drauf, aber das isoliert mehr. Genau, UL Megaohm. Okay, das isoliert. Aber dann das Papier hier, wie das Pergamentpapier ist, das leitet Strom. Gut, ich tue jetzt alles aufsammeln, mache alles irgendwo rein, dass ich da nicht alles schwarz mache, voller Kohlenstoff, und räume auf. Jo. Aber ihr wisst jetzt, was da drin ist, was das für ein Papier ist. Mache ich das Kohlenstoff ab und hebe das Papier mal auf, mal schauen. Aber echt interessant, leitfähiges Papier. Okay, danke fürs Zuschauen.